So, und wir schauen auf diesen Tag 810 des Ukraine-Krieges ein bisschen genauer. Marco Reinke ist zu mir ins Studio gekommen. Marco, Christoph hat es ja vorhin schon so angedeutet. Also die Schlachtfelder verlagern sich jetzt wieder ein bisschen. Gib uns doch mal einen Überblick, wo stehen wir im Moment? Ja, es gibt sehr erbitterte Kämpfe, gerade auch rund um diese Offensive, die es dort in der Region Kharkiv gibt. Aber es gibt auch schon erste Zweifel, ob diese Region dort oben wirklich das eigentliche Ziel ist oder ob nicht etwas ganz anderes dahinter steckt. Und darüber können wir jetzt einmal sprechen und auch einmal drauf schauen, welche Situation wir da haben. Wie gesagt, sehr erbitterte Kämpfe, teilweise auch, wie man das im Militär nennt, im urbanen Umfeld. Also das heißt, da geht es dann teilweise in Dörfern auch um den Häuser. Kampf, der dort teilweise stattfindet. Wir haben also die Stadt Kharkiv und wir reden hier vor allem über die Grenzregion. Hier also die Grenze zu Russland und da, wo sich momentan diese ganze Situation, diese ganzen Kämpfe drauf konzentrieren, das sind hier einige Dörfer, die sich hier direkt an der russischen Grenze befindet. Besonders im Fokus dort aktuell die Stadt Wotschansk, die hier doch sehr dicht an der Grenze liegt, aktuell noch so einigermaßen von den Ukrainern gehalten. Aber Kiew musste jetzt auch schon eingestehen, dass die russischen Truppen gerade auch in dieser Region doch durchaus einige Erfolge erzielen konnten. Und wir können noch mal auf einige Bilder aus dieser Region auch schauen. Wir sehen also hier brennende Häuser und das zeigt so ein bisschen auch, wie sehr auch die Zivilbevölkerung auch hier wieder in dieser umkämpften Region darunter leidet. Und das bedeutet natürlich auch, dass dort wieder einmal Menschen vertrieben werden. Und jetzt eben die große Frage, was bezweckt man eigentlich mit dieser Offensive? Welche Strategie steckt wirklich dahinter? Und man ist nicht nur in der Ukraine, sondern auch unter Militärexperten mittlerweile so ein bisschen der Meinung, dass es eigentlich um ein Ablenkungsmanöver letzten Endes geht. Wir haben also hier oben die Region, um die es eigentlich gerade geht, wo sich gerade diese Kämpfe konzentrieren. Aber man geht im ukrainischen Militär davon aus, dass es den Russen eigentlich darum geht, nun die ukrainischen Kräfte hier oben zu bündeln und eben hier unten dann später deutlich besser angreifen zu können. Dass also das russische Militär es vielmehr auf die Stadt Prokhorovsk vor allem abgesehen hat, um dort eben auch den Einfluss in der Region Donetsk dann weiter auszubauen. Aber ob das am Ende wirklich die Strategie dahinter ist, das ist erst einmal fraglich. Wie gesagt, das sind nur Vermutungen. Aber die Russen, wie gesagt, machen auch einige Erfolge hier oben in der Offensive. Von daher, auch da darf man sicherlich gespannt sein, wie sich das dann jetzt auch weiterentwickelt. Die Ukrainer haben auf jeden Fall gesagt, sie brauchen weitere Unterstützung, um eben auch diese Offensive Herr werden zu können. Marco, du wirst das Ganze für uns natürlich weiter im Blick haben. Danke dir erstmal für deine Ausführungen zum aktuellen Frontverlauf in der Ukraine. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.